Einen angenehmen Mittwochabend. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Minimed-Webinar. Zum zweiten Mal, sehr geehrte Damen und Herren, hören und sehen Sie also auf dieser Plattform einen Minimed-Vortrag online, zu dem ich Sie heute im Namen des Minimed-Studiums und der Bezirksblätter Niederösterreich sehr herzlich willkommen heißen darf. Mein Name ist Alice Herzog. Ich begleite das Minimed-Studium in Niederösterreich schon seit vielen Jahren. Ich freue mich, dass Sie Interesse zeigen, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen auch allen langjährigen Minimed-Studentinnen und Studenten unter Ihnen. Minimed, das ist ja mittlerweile Österreichs führende Gesundheitsvortragsreihe an ganz vielen Standorten in ganz Österreich. Es referieren hier Expertinnen und Experten für Sie, Medizinerinnen und Mediziner, und zwar so, dass es für alle verständlich ist, unabhängig und immer auch mit dem Anspruch, Ihnen hier das neueste Wissen am neuesten Stand der Forschung zu präsentieren. Die Themen sind vielfältig, auch in unseren Minimed-Webinaren, die wir eben jetzt aufgrund der speziellen Covid-19-Situation ins Leben gerufen haben. Das heißt, wir werden in diesen Webinaren ganz einfach die Gesundheitsinformationen direkt zu Ihnen nach Hause bringen. Wir spannen einen großen Bogen thematisch in unseren Veranstaltungen, von der Frauengesundheit bis zum Herzinfarkt, von der Osteoporose bis hin eben auch zur Covid-19-Erkrankung. Auch damit wird sich ein Webinar bei Minimed noch beschäftigen. Unser heutiges Thema lautet, und daher sind Sie wahrscheinlich auch zugeschaltet, gesund googeln. Wie kann man wirklich gute von schlechter Gesundheitsinformation im Internet unterscheiden? Wir alle wissen, oder wir tun es auch selbst, immer mehr Menschen verwenden das Internet, um sich medizinische Informationen zu suchen. Die Angebote sind vielfältig, kaum überschaubar und die Qualität der Informationen manches Mal auch fragwürdig. Und da wollen wir heute seriöse Gesundheitsinformationen von schlechter herausfiltern. Ich darf mich zunächst bei unseren Minimed-Partnern noch bedanken, dem Land Niederösterreich in diesem Fall, auch der österreichischen Gesundheitskasse Niederösterreich. Ein Dank gilt auch der Donau-Universität Krems und der Stadtgemeinde Krems. Ein Dank auch an unseren Studienleiter in Niederösterreich, der das Semesterprogramm für Krems auch in diesem Jahr zusammengestellt hat. Das ist Universitätsprofessor Dr. Stefan Nehrer. Er ist Dekan der Fakultät für Gesundheit und Medizin an der Donau-Uni Krems und wissenschaftlicher Leiter des Minimed-Studiums in Krems. Ich darf Ihnen jetzt auch unsere heutige Referentin vorstellen. Es ist Frau Dr. Jana Meixner. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Department für evidenzbasierte Medizin an der Donau-Universität in Krems. Steht wie all unsere Minimed-Referentinnen und Referenten ehrenamtlich für Sie heute Abend zur Verfügung. Dafür herzlichen Dank und herzlich willkommen. Ja, danke, Frau Herzog. Ich freue mich schon auf den Vortrag. Ich möchte Sie, bevor es gleich losgeht, noch hinweisen, dass auch beim Minimed-Webinar, also auch online, Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und zwar finden Sie da in der Mitte unten am Bildschirm ein kleines Fenster, eine Sprechblase, die sogenannte Chat-Funktion. Wenn Sie auf dieses Symbol draufklicken, dann öffnet sich ein Fenster und da können Sie Ihre Fragen gerne hineinschreiben, anonym oder gerne auch mit Namen und gerne auch während des Vortrags schon. Ich werde dann versuchen, die interessantesten, die häufigsten Fragen im Anschluss an den Vortrag auch an Frau Dr. Meixner zu richten. Ich bitte Sie da schon um Verständnis, dass gegebenenfalls nicht alle Fragen beantwortet werden können. Dann kann es eigentlich losgehen von unserer Seite. Was kann Dr. Google wirklich? Wie sinnvoll ist es wirklich, aufgrund von körperlichen Symptomen oder auch aufgrund einer Diagnose im Internet zu recherchieren? Frau Dr. Meixner, ich darf Sie jetzt um Ihre Ausführungen bitten. So. Gut, ich hoffe, Sie sehen alle, was Sie sehen sollen. Ja, gut, danke Frau Herzog für die nette Einleitung. Ich möchte Sie auch nochmal ganz herzlich begrüßen zu dem Vortrag. Bin froh, heute hier zu sein, obwohl ich mir natürlich gewünscht hätte, in einem Vorlesung, also in einem Hörsaal face-to-face mit Ihnen zu reden, aber sind wir froh, dass die Technik so funktioniert, dass das auch möglich ist. Ja, und genau um Technik wird es heute ja hauptsächlich gehen, zumindest ums Googlen von Gesundheitsinformationen.
Und ich werde Ihnen heute eben ein bisschen was darüber erzählen, wie Sie im Internet gute von schlechter Gesundheitsinformation und seriöse von unseriöser Information unterscheiden können. So, sollte das eigentlich weitergehen? Okay, kurze Panne, Entschuldigung. Ah, ja, jetzt geht's. Gut, ja, also wer bin ich? Frau Herzog hat sich schon ein bisschen was erzählt. Ich arbeite an der Donau-Universität Krems beim Online-Magazin Medizin Transparent. Und gute Gesundheitsinformation und schlechte Gesundheitsinformation ist eigentlich so das, womit mein Team und ich uns hauptberuflich beschäftigen. Weil Medizin Transparent, ich weiß nicht, ob es manche von Ihnen kennen, aber nur für den Fall, dass nicht, werde ich es nochmal kurz erwähnen. Medizin Transparent, was wir machen, ist, wir haben ein Kernteam von circa 4 Leuten und wir überprüfen, kurz gesagt, Behauptungen, die zu Gesundheitsthemen in Medien und im Internet aufgestellt werden. Und bei uns können Leute Anfragen stellen. Also Sie können das alle machen, Sie können uns schreiben. Und wir überprüfen die wissenschaftliche Grundlage von irgendwelchen Behauptungen, wie zum Beispiel Vitamin C hilft gegen Erkältungen, zum Beispiel. Ja. Und mir ist bei unserer Arbeit so klar geworden, dass es offenbar wirklich nicht leicht ist, im Internet seriöse Informationen zu finden oder zu entscheiden, ist eine Seite, die ich jetzt gefunden habe, ist die seriös, kann mir die wirklich die Informationen geben, die ich brauche, sind da keine Hintergedanken dahinter. Und es ist oft echt nicht leicht, im Internet Experten von Scheinexperten zu unterscheiden oder Betrugsversuche von seriösen Angeboten. Und genau, und wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich denke mal, Sie alle waren schon mal in der Situation wahrscheinlich, dass Sie im Internet nach irgendeiner Information gesucht haben, sei es jetzt, weil es Sie betrifft, Ihre Gesundheit oder Angehörige. Und das, was dann die meisten machen, Sie gehen her, googeln das, geben es im Google-Suchfeld ein und dann spuckt Google halt 100 Ergebnisse aus, vielleicht sogar 1000. Und das fällt dann sehr schwer zu entscheiden, wo klicke ich jetzt hin, wo kann ich die Informationen finden. Und es gibt eben unendlich viele Seiten und es gibt sehr viele gute Informationen im Internet, aber auch leider genauso viele schlechte. Und genau, und nach diesem Seminar, also oder nach diesem Webinar heute, mein Ziel ist, Ihnen zu erzählen, wie Sie erstens vertrauenswürdige Informationen zu Ihrer Gesundheit im Internet finden können, zweitens Gesundheitsinformationen im Internet auch kritisch bewerten können und vor allem auch, wie Sie unseriöse Seiten entlarven können. Gut, aber bevor wir jetzt darüber reden können, was schlechte und was gute Gesundheitsinformation ist, sollte man vielleicht einmal klären, was macht gute Gesundheitsinformation überhaupt aus? Was soll sie können? Und da ist ganz wichtig, dass gute Gesundheitsinformation ist erstens einmal sachlich und objektiv. Also es stehen keine wirtschaftlichen, politischen oder sonstigen Interessen dahinter. Es wird keine Werbung gemacht, darauf komme ich dann später noch eingehend zurück. Aber auf jeden Fall ist sie sachlich und objektiv. Und zweitens ist sie wissenschaftlich fundiert. Also sie basiert nicht auf irgendwelchen Erfahrungsberichten oder Behauptungen von Expertinnen und Experten, sondern auf wissenschaftlichen Studien. Das macht gute Gesundheitsinformation aus. Ups, da war ich zu schnell. Das Erste ist aber, was Sie sich auf jeden Fall fragen sollten, wenn Sie im Internet nach Gesundheitsinformation suchen, aber grundsätzlich, wenn Sie überhaupt im Internet unterwegs sind und googeln. Das Allererste, wenn man jetzt zum Beispiel Hausnummer Arthrose eingibt in Google und Informationen danach sucht, ist einmal statistisch gesehen, wenn Sie diese Informationen, wenn Sie diese Google-Suchergebnisliste bekommen, dann ist das Erste, also statistisch gesehen klicken die Menschen einfach auf das erste Ergebnis in einer Google-Suchliste. Und also deswegen ist die erste Frage, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie irgendwas suchen, einmal, wo bin ich überhaupt? Also was ist das für eine Seite, wo bin ich jetzt gelandet, wer schreibt da überhaupt, wer will mich da informieren? Das ist einmal die allerwichtigste Frage. Und wenn wir das wissen, also wenn Sie jetzt sagen, Sie sind auf der Seite XY, zum Beispiel Arthrose, dann können Sie erst entscheiden, ist es überhaupt eine seriöse Seite. Gut, wir wissen jetzt, wir sind auf der Seite XY, wie entscheiden wir jetzt, ist sie seriös oder nicht? Und da ist der erste ganz wichtige Punkt, auf was man achten sollte, ist einmal, wird Werbung gemacht auf der Seite?
Also will mir irgendwer was verkaufen? Wird da irgendein Produkt beworben, irgendeine Behandlung, eine Therapie, was auch immer? Weil eine seriöse Gesundheitsinformation oder eine wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformation sollte niemals Werbung machen. Also wird einfach nicht Werbung gemacht auf einer guten Seite. Und weil natürlich das Internet voll ist von guten Beispielen, habe ich Ihnen jetzt das erste schon mitgebracht. Nämlich zum Beispiel, das ist eine Seite, die nennt sich Vitamindoktor, habe ich vorhin noch nie gehört. Aber auf jeden Fall wird da informiert über Arthrose und Mikronährstoffe gegen Arthrose. Und da rechts sehen Sie gleich ein Werbebanner, eine Anzeige, die dann sofort zu einem Online-Shop für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel gegen Arthrose führt. Also das wäre zum Beispiel so ein typisches Zeichen von einer nicht so seriösen Seite, weil da kann man davon ausgehen, dass es zumindest irgendwie beeinflusst ist, der Inhalt von dieser Information, vielleicht von diesem Nahrungsmittelhersteller zum Beispiel. Also das ist keine unvoreingenommene, objektive Information. Also das ist mal das Erste, worauf Sie achten können, wenn Sie auf eine Seite kommen. Dann, manche Seiten haben auch einen Link, der direkt zu einem Online-Shop führt, wie zum Beispiel Zentrum der Gesundheit in dem Fall. Da ist auch immer, da müssen die Alarmglocken ein bisschen läuten, weil da will halt irgendjemand was verkaufen und das ist dann offensichtlich ja, nicht objektiv und sicher irgendwie voreingenommen, die Info. Genau, also das war mal das erste. Werbebanner, also sehr viele Seiten, wie zum Beispiel NetDoktor, das kennen vielleicht einige von Ihnen, das ist ziemlich bekannt. NetDoktor hat Werbebanner, also die sind halt über Werbung finanzieren sie sich und das ist jetzt nicht unbedingt ganz schlimm, es ist jetzt kein Kriterium für eine ganz schlechte Seite, aber es sollte trotzdem, man kann annehmen, dass es vielleicht nicht so ganz frei ist, die Berichterstattung oder die Information, sondern vielleicht von den Anbietern beeinflusst. Aber wenn es einen Link zum Online-Shop gibt, gleich auf der Seite, dann ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Gut, also das erste ist eben Werbung. Auf das sollte man schauen. Und das zweite ist ganz wichtig, wer steckt eigentlich hinter dieser Seite, auf der ich gerade bin? Also wer bietet mir diese Gesundheitsinformation an? Und da kann man, also auf guten Seiten, auf seriösen Seiten ist immer ein Impressum angegeben. Da habe ich zum Beispiel als erstes Beispiel unsere Seite Medizin Transparent genommen, weil wir achten natürlich sehr darauf, wir das ja auch propagieren. Wir haben zum Beispiel unten, das ist auf den meisten Seiten ganz unten, das Impressum, der Hinweis drauf, eben wer steckt dahinter. Hinter dieser Seite. Wer betreibt sie? Und da findet man normalerweise auf guten Seiten dann Informationen dazu, wer dahinter steht. Manchmal gibt es auch oben einen Reiter mit über uns. Das ist auch ein gutes Zeichen einmal. Also es sollte auf keinen Fall eine Seite sein, die anonym betrieben wird. Also wenn der Betreiber der Seite anonym bleiben will, dann hat das manchmal einen Grund. Und das sollte schon misstrauisch machen, wenn es solche Informationen überhaupt nicht gibt auf der Seite. Also es sollte ein Impressum da sein, es sollte irgendeine Information über uns, sonst irgendwas Ähnliches da sein. Und es sollte auch nicht nur Information da sein dazu, wer die Seite betreibt, sondern auch wer jetzt diese Information geschrieben hat. Also es sollte immer eine Autorinnen- oder Autorenangabe auf der Seite sein. Das heißt, da habe ich jetzt zum Beispiel das Beispiel NetDoktor. Die geben in dem Fall zum Beispiel die Autorin an, so Frau Dr. Schwarz geschrieben. Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal, dass eben Autorinnen und Autoren angegeben sind, damit man auch weiß, wer da schreibt. Das ist ein Beispiel von einer Seite, die sich krank.de nennt. Ich habe es gefunden beim Recherchieren für diesen Vortrag. Und das war dann die Seite, auf die ich dann gekommen bin, wie ich aufs Impressum geklickt habe. Und das war dann irgendwie so eine dubiose Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Ich habe es dann ein bisschen nachrecherchiert und bin dann gelandet irgendwo bei einer dubiosen Firma in Dubai, die etliche Seiten betreiben. Also krank.de würde ich jetzt nicht vertrauen, was Gesundheitsinformation angeht, weil die eben nicht sehr transparent arbeiten.
Also wir haben den ersten Punkt, man könnte schauen, ob Werbung auf der Seite ist, wir schauen, wer steckt dahinter, was ist das Impressum. Und das nächste Wichtige ist, worauf man achten sollte, ist die Information überhaupt aktuell? Und ob die Information aktuell ist oder ob ihr da jetzt Informationen von vor 10 Jahren lest. Gerade in der Medizin ist es sehr wichtig, das verändert sich sehr schnell. Damit ihr das weiß, ob ihr jetzt aktuelle Informationen habt, sollte irgendwo ein Vermerk sein, wann der Artikel oder wann der Beitrag geschrieben worden ist. Da haben wir wieder Beispiel NetDoctor gerade von vorhin. Da ist zum Beispiel, da weiß ich, okay, das stammt aus 2017. Am allerbesten wäre es natürlich, und das hat zum Beispiel da die Seite gesundheitsinformation.de gemacht, das ist eine sehr gute Seite, eine sehr seriöse Seite aus Deutschland, die wirklich sehr wissenschaftlich basierte Gesundheitsinformation bieten. Und die haben zum Beispiel die geben nicht nur Info darüber, wann der Artikel geschrieben worden ist, sondern auch, wann er aktualisiert worden ist, wann die erste Version entstanden ist und wann die nächste Aktualisierung geplant ist. Und das ist natürlich das Allerbeste. Und noch besser ist es, wenn dann so wie auf gesundheitsinformation.de da unten auch noch steht, so arbeiten wir. Also kann man sogar nachschauen, wie die Arbeitsweise ist von dieser Seite. Und das ist dann wirklich, das ist ein hohes Qualitätskriterium, würde ich mal sagen. Genau, also das sollte auch zu finden sein auf einer guten Seite. Und das nächste, das waren jetzt mehr so die formalen Kriterien. Das nächste, eins kommt noch, genau, ein formales Kriterium, nämlich was auch immer angegeben sein sollte auf einer guten Internetseite zu Gesundheitsthemen, sind die Quellen. Also es sollten immer Quellenangaben gemacht werden, nämlich woher kommen die Informationen, die die Leute, die dort geschrieben haben, verwendet haben. Und eben da findet sich dann meistens am Ende, nach dieser ganzen Information, findet sich dann oft ein Abschnitt mit Quellen, wie zum Beispiel da wieder auf gesundheitsinformation.de. Und es sollte sich eine gute Gesundheitsinformation immer auf wissenschaftliche Literatur stützen oder Bücher zumindest, wissenschaftliche Bücher, wissenschaftliche Studien. Natürlich kann es auch sein, dass dort, also nur weil Quellen angegeben sind, heißt das jetzt nicht, dass es gute Quellen sind, es kann auch Blödsinn sein, nur dann haben Sie wenigstens die Möglichkeit, das nachzuprüfen. Also es sollten immer Quellen angegeben sein, um das nachprüfen zu können, woher kommt diese Information. Und genau, ja, und also Erfahrungsberichte, das machen auch sehr viele Seiten, haben Sie vielleicht auch schon gemerkt, die dann irgendwie von Karl Charlie oder von der Caroline jetzt irgendwelche Erfahrungsberichte auf der Seite haben, wie gut ihnen diese Therapie geholfen hat oder dieses Medikament. Nur Erfahrungsberichte, Achtung, sind keine Quellen und sie sind meistens auch nicht echt. Also bezweifle sehr, dass es die Leute wirklich gibt, beziehungsweise dass sie wirklich so begeistert waren von diesem Produkt. Das sind auf jeden Fall keine verlässlichen Quellen und auch irgendwelche Expertenmeinungen von Professor so und so sagt jetzt, das ist so toll, sind auch keine Quellen. Also es sollten wirklich wissenschaftliche Studien sein oder wissenschaftliche Literatur. Das ist leider auch ein Problem auf manchen Seiten, die dann nicht so seriös sind. Die geben dann auch sehr viele Studien an und schreiben in die wissenschaftliche Studien belegen, dass diese super tolle Wirkung. Und dann schaut man sich vielleicht diese Studien an, die dort angeführt sind und es kommt raus, dass die eigentlich überhaupt gar nicht das Thema behandeln, das überhaupt auf der Seite ist, also dass es irgendwelche Studien sind und sie werden halt so angeführt, weil es gut ausschaut. Das ist natürlich dann für, sage ich einmal, für jetzt Laien, medizinische Laien oft schwer zu beurteilen, ob das jetzt wirklich die Studien sind, die es sein sollten. Das ist dann schon wirklich sehr fortgeschrittenen Level, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen, auf was stützen die Schreibenden da eigentlich ihre Infos. Gut, also jetzt haben wir mehr so die formalen Kriterien abgehakt. Also das sind so mal die Werbung, Impressum, Aktualisierung und Quellen. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen dazu was sagen vom Stil her, wie manche Seiten so aufgebaut sind und auf was man da achten sollte und welche Emotionen da so erzeugt werden.
Und da ist das Erste, was wir uns fragen sollten, wenn wir auf einer Seite sind, die Gesundheitsinformation anbietet, ist die Information wirklich sachlich? Oder versucht da jemand Stimmung zu machen? Oder versucht da jemand in mir Emotionen auszulösen oder mir sogar Angst zu machen? Das ist auch so ein typisches Merkmal von unseriösen Seiten, die, also wenn sie merken, sie lesen was und sie kriegen dabei irgendwie Angst und dann fühlen sie unwohl und kriegen Panik, dann ist das schon wirklich, das sollten die Alarmglocken läuten, weil keine seriöse Gesundheitsinformation will ihnen Angst machen. Ne? Und da habe ich ganz ein lustiges Beispiel, das vor kurzem bei uns bei Medizin Transparent aufgetaucht ist, weil ein Leser uns eine Anfrage geschickt hat zu einem Mittel, das angeblich den Körper komplett nebenwirkungsfrei und natürlich von Parasiten befreit. Und wir sind dem dann nachgegangen und haben danach recherchiert und sind dann auf diese Seite gestoßen, oder halt, das war diese Seite, die uns der Leser geschickt hat. Und da ist davon die Rede, dass Parasiten den Körper von innen auffressen und das Fleisch wird aufgefressen und es klingt so, ja. Und ich meine, wenn Sie das lesen jetzt so, also der Körper, Achtung, er wird von Parasiten aufgefressen und langsam und qualvoll, welche Emotion erzeugt das bei Ihnen, wenn Sie sowas lesen? Genau, wahrscheinlich so eine, ja. Panik, wow. Genau. Und das ist zum Beispiel ein Zeichen von unseriöser Gesundheitsinformation, wenn Sie Panik kriegen. So sollte es nicht sein. Es sollte sachlich sein, es sollte ausgewogen sein und das ist schon mein nächster Punkt. Es sollte bei einer guten Gesundheitsinformation immer, es sollten beide Seiten vorkommen. Ja? Es sollte weder eine Therapie oder ein Medikament oder jetzt irgendwas speziell hervorgehoben werden und das ist das Beste und das ist das Tollste und da gibt es überhaupt keine Nebenwirkungen. Das ist absolut sicher, das gibt sowieso nie in der Medizin, nichts ist hundertprozentig sicher. Es gibt immer auch Nachteile, es gibt Nebenwirkungen und es gibt vor allem auch Alternativen. Es ist keine Behandlung, die einzig wahre, es gibt immer irgendwelche Alternativen und deswegen sollte Berichterstattung oder Information immer ausgewogen sein. Also das ist auch was, worauf Sie achten können. Wird da jetzt ein Produkt besonders beworben, hervorgehoben, gut dargestellt und andere vielleicht schlecht gemacht, dann ist das ein Zeichen, dass Sie misstrauisch werden können. Und auch wenn irgendwo steht, etwas ist hundertprozentig wirksam oder hundertprozentig sicher und nebenwirkungsfrei, dann bitte immer, dann am besten gehen Sie gleich, also am besten sofort weg von dieser Seite, weil das ist sicher keine objektive Information. Und weil es so ein schönes Beispiel ist, habe ich jetzt noch einmal dieses komische Parasitenmittel als Beispiel, das sich die Toxic nennt. Die schreiben zum Beispiel, es ruft eben keine Nebenwirkungen hervor, im Gegensatz zu der bösen Schulmedizin, zu den chemischen Tabletten. Das ist auch so ein typischer Trick, der oft auf eher so esoterisch angehauchten Scharlatanerie-Seiten zu finden ist. Diese Gegenüberstellung von natürlich und nebenwirkungsfrei und so sanft im Vergleich mit chemisch, Schulmedizin, herkömmlich. Genau, also darauf können Sie achten, ja, wenn das so gegenübergestellt wird, das ist immer ein Zeichen, dass man misstrauisch werden könnte. Genau. Und jetzt bin ich ein bisschen schnell, aber der letzte Punkt, ich bin schon beim letzten Punkt, ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, nämlich, dass die Wissenschaft und auch die Medizin nicht allwissend ist. Also es gibt Wissenslücken, man weiß von vielen Erkrankungen, weiß man einfach nicht ganz genau oder lückenlos, warum sie entstehen, wie sie behandelt werden können. Es gibt sehr viel Unsicherheit auch in der Medizin, auch wenn wir das vielleicht oft nicht so wahrhaben wollen. Aber auch die Wissenschaft weiß nicht alles. Und das ist ein Qualitätsmerkmal von guter Gesundheitsinformation und von guten Seiten, dass die auch auf diese Wissenslücken oder dieser Mut zur Lücke, das ist ein Qualitätskriterium, dass auch darauf hingewiesen wird, eben was man alles nicht weiß.
Und darum Achtung immer bei Seiten, die so den Heiligen, also so die letzte Wahrheit verkaufen wollen und sie haben jetzt die Therapie oder die Heilung und eine Erkrankung wird ganz sicher von dem und dem ausgelöst. Also in der Medizin und in der Wissenschaft überhaupt ist nie was hundertprozentig sicher. Also es ist immer im Wandel, immer im Entwickeln. Und manche Sachen weiß man einfach nicht. Also gute Gesundheitsinformation ist immer, gibt auch zu, dass sie weiß, dass sie nichts weiß, quasi so auf die Art. Genau. Und ja, nachdem ich Ihnen jetzt so viel erzählt habe von schlechter Gesundheitsinformation, bin ich Ihnen natürlich jetzt auch schuldig zu sagen, wo Sie gute Information finden. Natürlich ist es jetzt nur eine Auswahl, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind einfach die Seiten, die wir bei Medizin Transparent als vertrauenswürdig einstufen. Die Liste haben Sie dann, glaube ich, also ich glaube, der Vortrag ist dann eh auch noch online. Da haben Sie die Liste, beziehungsweise können Sie die Liste auch auf unserer Seite auf Medizin Transparent finden. Und das wäre zum Beispiel einerseits gesundheitsinformation.de, das ich eh schon erwähnt habe. Das ist eine deutsche Seite, die wirklich ganz wissenschaftlich basierte Informationen liefern. Dann Krebsinformationsdienst ist auch eine deutsche Seite, auch sehr gut, besonders Informationen zu Krebs eben, patienteninformation.de. Und natürlich wir versuchen auch so wissenschaftlich basiert wie nur irgendwie möglich zu arbeiten, transparent, nachvollziehbar. Also wir sind sicher auch eine gute Informationsquelle. Und alles, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, die ganzen Kriterien finden Sie auch schön zusammengefasst, kompakt auf Medizin Transparent. Wir haben da nämlich eine Checkliste erstellt, wo diese ganzen Punkte noch einmal mit Erklärungen vorkommen. Da können Sie nochmal nachlesen. Die können Sie auch runterladen. Natürlich werden Sie dann wahrscheinlich nicht beim jedes Mal, wenn Sie was googeln, mit der Checkliste neben sich vor dem Computer sitzen. Aber sie kann Ihnen wahrscheinlich oder hoffentlich so ein Gefühl dafür geben, einfach ein Gefühl, wo eben die Alarmglocken läuten sollten und einfach so ein bisschen ein Werkzeug in die Hand geben. Genau, ja. Und mein Schlusswort an Sie, wenn Sie eins mitnehmen von dem Vortrag heute, dann ist es das, seien Sie immer, wenn Sie im Internet nach Gesundheitsinfos suchen, seien Sie wachsam, seien Sie kritisch, glauben Sie nicht alles, was Ihnen erzählt wird. Und damit bin ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen früher fertig als geplant, aber ich freue mich auf eine spannende Diskussion und ich hoffe, dass ein paar Fragen kommen. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte. Ich glaube, die Frage ist eh schon bereit. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Dr. Meixner, für diesen Überblick einmal. Also wir haben durchaus gehört, dass seriöse Gesundheitsinformation im Internet nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen ist, dass es sich lohnt, einmal nachzusehen, auf welcher Seite bin ich überhaupt, ja, vielleicht auch das Impressum zu lesen, nach Quellenangaben zu suchen, eben auch zu schauen, ob Informationen aktuell sind und wenn es nach Werbung aussieht, die Seite dann eher meiden. Es sind ein paar Fragen aufgetaucht, ja, zunächst in Richtung Diagnose. Ich meine, Symptome googeln wir wahrscheinlich häufig, aber wenn man jetzt beispielsweise mit einer Diagnose nach Hause kommt vom Arzt und die Krankheit vielleicht auch noch nicht gekannt hat im Vorhinein und dann in der Gesprächssituation vielleicht noch nicht die passenden Fragen parat hatte, setzt man sich hin, googelt diese Diagnose. Ist sowas sinnvoll, Ihrer Meinung nach? Also ich schätze, das ist eben vermutlich so die häufigste Art zu googeln oder ich glaube, dass das sehr oft passiert. Mhm. Natürlich ist es sinnvoll, ja, würde ich schon sagen. Es ist leider so, dass beim Arztbesuch oft eben wenig Zeit ist oder ja, Ärzte und Ärztinnen das vielleicht oft nicht so leinverständlich ausdrücken können, wie es dann manche in Internetseiten können. Deswegen glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, ja. Mhm. Nur eben, man muss halt wissen, wo man suchen soll, weil sonst kann man leicht in Panik verfallen, wenn man dann auf irgendwelche schwindligen Seiten kommt. Ja.
Ja, ich möchte vielleicht noch eine konkrete Seite doch herausgreifen, weil sie auch sehr bekannt ist, nämlich der NetDoctor, ja, eine der bekanntesten Medizinseiten im Internet. Es hat da auch eine Teilnehmerin geschrieben, NetDoctor hat sehr wohl zu meinem Ge Befunden gepasst. Was halten Sie von dieser Plattform? Ja, also NetDoctor ist sicher einer der bekanntesten, ja, das stimmt schon. Das haben wir Umfragen ergeben. Da gibt es Studien dazu, die untersucht haben, wie vertrauenswürdig und wie bekannt Seiten sind. Und da war NetDoctor sehr weit oben. Ich würde sagen, NetDoctor ist jetzt sicher keine unseriöse Seite, aber es ist auch jetzt nicht die beste Informationsquelle. Also sie werden durch Werbung finanziert, was natürlich dann immer einen potenziellen Konflikt ergibt. Ja. Aber es gibt sicher schlechtere. Ja. Aber ich denke mal, wenn man vielleicht diese Liste, die ich vorher gesagt habe, anschaut, dann kann man da vielleicht ein bisschen bessere Quellen finden als NetDoctor. Ja, da hat auch eine Teilnehmerin noch angemerkt, dass da wenige österreichische Seiten jetzt Ja. dabei waren, weil es sie nicht gibt, oder? Also ja, wahrscheinlich. Also, es gibt diese gesundheitgv.at, die gibt es, ich weiß nicht, ob es eine Liste war, bin ich mir jetzt nicht sicher. Die gibt es, das ist von der, also vom Gesundheitsministerium. Aber ja, das sind vielleicht doch die Deutschen ein bisschen weiter mit wissenschaftlich basierter Gesundheitsinformation. Aber es ist ja egal, es ist ja dieselbe Sprache, also ich denke mal. Aber natürlich wär's wünschenswert, dass wir es in Österreich auch mehr haben. Ja, noch einmal für Sie der Hinweis. Also es gibt in der Mitte unten am Bildschirm die Chatfunktion, ja, so eine kleine Sprechblase. Wenn Sie da draufklicken, dann öffnet sich ein Fenster. Sie können jetzt gerne noch auch Fragen stellen, an die Referentin stellen. Ich werde sie gerne aufgreifen. Sie haben so Fallbeispiele auch erwähnt. Da hat jetzt eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer gemeint, was ist mit Ärzten, die zitiert werden oder Experten? Weil, wenn da steht Professor, Doktor, so und so empfiehlt das, dann müsste das ja ein Mediziner sein, der das Wissen weitergibt. Oder kann man dem nicht vertrauen? Naja, ja, also es macht Eindruck, würde ich mal sagen. Also es hat schon einen Grund, warum das geschrieben wird. Der Professor so und so sagt das und das. Aber erstens einmal kann ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein richtiger Professor ist oder ob der erfunden ist. Also wie das Beispiel zum Beispiel von den Parasiten vorher, das ich Ihnen gezeigt habe, das ist eine fiktive Professorin. Wir haben das nachrecherchiert, die gibt es überhaupt nicht. Das Foto stammt aus einer Bilddatenbank. Also ich kann jetzt eigentlich als Laie, wenn ich auf die Seite komme, nicht nachprüfen, gibt es diesen Experten oder diese Expertin wirklich. Also dem würde ich jetzt nicht vertrauen. Und außerdem, es ist einfach, es sollte nie eine Information auf einer Expertenmeinung basieren. Wie gesagt, es sollte auf wissenschaftlichen Studien basieren, auf anerkannten wissenschaftlichen Daten, aber nie auf einer Einzelmeinung, egal von wem, ob das jetzt irgendwie eine Patientin oder Patient ist oder Expertin oder Experte, also sollte nie von Einzelmeinung passieren. Okay. Und wann ist Ihrer Meinung nach der Zeitpunkt da, dass man das Internet verlässt und auch nicht mehr Dr. Google fragt, sondern zum Arzt geht? Naja, immer wenn man wirklich Beschwerden hat, würde ich sagen. Da war unlängst in Ö1 beim Radiodoktor hat der Gründer von NetDoctor was sehr Gescheites gesagt. Da muss ich jetzt ihm die Credits geben. Der hat gesagt, dass das Internet zwar, also das Internet, wenn ihr dem Internet quasi eine Frage stellt zu meiner Gesundheit, spuckt man das alle möglichen Diagnosen aus und alle möglichen Dinge, die falsch rennen könnten. Aber es braucht dann einen Arzt oder eine Ärztin, um das zu gewichten. Also es kann man dann nur Ärztin oder Arzt sagen, was ist wahrscheinlicher, weil sie haben in jeder Liste irgendwo Krebs dabei stehen zum Beispiel. Natürlich kann ich dann immer in Panik verfallen, wenn ich glaube, jetzt habe ich Krebs. Aber es braucht eben dann jemanden, der mir sagt, was ist wahrscheinlicher und was nicht. Und das kann halt das Internet nicht leisten. Also das Internet kann man nur eben alles Mögliche sagen, was sein könnte. Ich lese jetzt noch Symptomprüfer im Internet. Das gibt es ja auch schon, ne, dass man die einzelnen Symptome angeben kann und der Computer dann Krankheitsbilder auswirft. Was halten Sie davon? Ja, ebenso. Also da gilt eigentlich jetzt dasselbe dafür, dass ja, es ist dann, es kommt ja immer auf meine eigene Situation drauf an. Jeder Mensch hat eine andere Geschichte, andere Krankengeschichte, Familiengeschichte. Das ist so ein Symptom, das ist halt irgendwie so eine Maschine, die man irgendwas ausspuckt, aber es hat nichts, das
Die persönliche Diagnose, das ersetzt halt in keiner Weise das persönliche Arztgespräch. Weil nur die Ärztin oder der Arzt kann halt mich als Person und mit meiner Geschichte sehen und das alles in Verbindung bringen. Und ja, also sicher, man kann es machen, man kann dann vielleicht mit der Info zu einer Ärztin, einem Arzt gehen und mit dem drüber reden, aber es ersetzt es nicht. Da geht es ihm wieder dann um die entsprechende Einordnung, von der Genau, Sie vorher genau. gesprochen haben. Ja, das heißt, zusammenfassend, Recherche über Gesundheitsthemen im Internet ja, aber zum einen, man soll sich anschauen, wo man es macht und wie genau und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann auch lieber ergänzend, aber nicht ausschließlich, oder? Genau, ja. Also an sich ist die Recherche nichts Schlechtes, finde ich. Also sich zu informieren, informierte Patienten sind immer gute Patienten, finde ich. Also als Vorbereitung fürs Gespräch beim Arzt, das ist sicher voll okay. Oder auch nachher, wenn ihr irgendwie mehr Infos braucht, aber es sollte halt nie das Arztgespräch ersetzen, finde ich. Das ist jetzt meine Meinung. Was ist eigentlich, wenn persönliche Daten gefragt werden? Weil wenn es um medizinische Themen geht, dann ist es ja manchmal auch nicht immer diskret, dann geht es ja ums Eingemachte, wenn man da aufgefordert wird, im Internet Persönliches anzugeben oder preiszugeben. Darf man das, soll man das Ich bin oder jetzt Finger keine weg? Datenschutzexpertin, bin ich nicht, aber ich würde vorsichtig sein immer. Ja. Aber dazu kann ich jetzt wirklich keine qualifizierte Aussage machen, weil Datenschutz, das ist nicht mein Metier. Ja, gut, aber es waren einige Informationen, die man durchaus für die Praxis mitnehmen kann, eben wenn man darauf achtet, auf welchen Seiten man unterwegs ist und das Impressum liest. Beispielsweise, ich glaube, das sagt schon sehr viel aus über eine Seite. Und wenn dann da irgendwelche, weiß ich nicht, Schriftzeichen stehen, was es auch Ja. gibt, die man gar nicht verstehen kann, dann Ja. kann man das entsprechend einordnen. Ja, Frau Dr. Meixner, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für die Zeit und Danke die Ihnen. Expertise für Minimed, für all unsere interessierten Studentinnen und Studenten. Wenn es jetzt, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr Ihrerseits. Kommt noch was? Nein. Gut. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für den Vortrag, auch liebe Minimed-Studentinnen und Studenten, für Ihr Interesse an unserem heutigen Webinar. Diese Serie geht weiter. Wir werden am 11. November 2020 zum nächsten Mal online sein mit einem Webinar zum Thema Leben nach dem Herzinfarkt. Und zwar wird Herr Oberarzt Dr. Alexander Nahler für Sie referieren, er von der Abteilung für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Kepler Universitätsklinikum in Linz. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder Interesse haben, wieder sich einklicken und dabei sind. Und ich wünsche mir, dass wir einander dann gesund wiedersehen. Alles Liebe, das Minimed-Studium und die Bezirksblätter Niederösterreich bedanken sich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Liebe.